Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Guide- oder Hilfevideo. Ich zeige euch mal. Ihr wisst ja vielleicht hier, Moment. Hier, wenn man 300 Stärke hat, hat man eine 25% Chance, sein Ohr mit einem Schlag kaputt zu machen. Ja? So, aber wenn man jetzt weiter drauf schlägt, passiert nichts. Aber wenn ihr es abbrecht und dann nochmal drauf haut, dann habt ihr jedes Mal die 25% Chance. Kann sich gerne nochmal zeigen. Das kann man halt leider erst im späteren Level machen. Weil man die 300 Stärke dafür braucht. Aber hier, hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Dann müsst halt einfach eine Richtungstaste gedrückt halten, dass ihr wieder weglauft von dem Ohr. Und einfach immer wieder neu draufhauen. Und so. Oh mein Gott, das laggt ein bisschen. Naja, egal, das ist eh nur ein ganz kurzes Video. Warum laggt das? Ja, auf jeden Fall, ich dachte, ich teile das mal mit euch. Wird ein ziemlich kurzes Video, nur kurz zum Zeigen. Hier, man kann auch so A und D einfach gedrückt spammen zum Wiggeln, dass man dann abbricht. Ja, ich dachte, ich teile das einfach mal mit euch. Und hier ein kleines Update, ich bin 57. Hier 300 Stärke und so. Habe halt mein ganzes Equip auf Stärke ausgelegt, damit ich das machen kann. Oder das meiste zumindest. Meine Weapon Masteries. Meine Trade Skills habe ich jetzt auch schon ein paar auf. Hier 1 auf 200 und Smelting, Mining, Tracking. Da bin ich jetzt auch langsam mal dran. Also was heißt langsam? Ich mache das eigentlich immer höher. Deswegen bin ich auch erst 57. Weil ich nicht so hart aufs Leveln gehe. Sondern mehr auf die anderen Sachen. Das kann ich euch leider gerade nicht zeigen, aber hier. Wo waren die geilen Bäume? Hier die geilen blauen Bäume, mit denen geht das nämlich auch. Oder einfach mit Bäumen im Allgemeinen. Da lohnt es sich vielleicht sogar noch mehr. Weil, wenn man hier, Konstitution war es glaube ich, 25% Chancen, Tree mit einem Swing zu choppen. Das wäre nice. Aber da muss man halt voll auf Konstitution gehen. Ja. Was bringt mir eigentlich dieses Azot-Wasser hier? Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir gerne schreiben. Ich habe dafür noch keinen Nutzen gefunden. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier ein paar Sachen. Orikalkum-Zeug langsam. Kann ich auch selber schon herstellen. Wenn ihr was braucht, lasst mich wissen. Ich kann es euch gerne herstellen umsonst. Ist mir auch egal. Ja, und dann war es das auch schon mit dem kurzen Video. War nur ein ganz kurzes hier. So könnt ihr Ohr, Erze leichter abbauen mit der 25% Chance, weil die sich jedes Mal resettet, wenn ihr neu anfangt drauf zu schlagen. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Das war, ich hoffe, ihr wusstet das noch nicht und ich habe euch dabei etwas beigebracht. Aber ich habe es halt durch Zufall rausgefunden. Ich habe mir gedacht einfach, ja, vielleicht. Und es hat geklappt. Habe ich einfach mal getestet. Weil ich habe gedacht, wenn das Erz vielleicht schon angeschlagen ist, dass da dann nichts passiert. Also, dass vielleicht nur ab dem ersten Schlag, wo man dem Erz so gesehen halt Schaden macht, dass es da zählt. Aber nee, es zählt bei jedem neuen Anfang vom Schlagen. Ja, Leute, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Lasst gerne ein Abo da. Bye, bye.